Heute sind wir bei den Kitchen Basics und ich zeige euch heute, wie man ganz schnell eine leckere Limonade macht. Und zwar mache ich eine Ingwer-Zitronen-Limonade. Dafür tue ich den Ingwer schälen. Immer schön knapp an der Schale entlang. Schon mal klein schneiden. Natürlich will ich jetzt nicht so eine babsüße Limo haben, deswegen nehme ich nur wenig Zucker. Tu den Ingwer mir einmal kurz anrösten. Dann kommt die Schärfe noch ein bisschen schöner raus. Gebe etwas Zucker dazu und normales Wasser, dass es sich auflöst. Für den Säureanteil nehme ich mir eine Zitrone und tue mir die jetzt einfach nur schälen. Immer schauen, dass das Weiße weg ist, das würde meine Limo dann bitter machen. Ich tue es mir jetzt ein bisschen vorschneiden. Gebe das Ganze in einen Blender. Immer noch eine halbe dazu. Mein Zucker-Ingwer-Wasser kocht sich jetzt langsam ein. Ist wirklich perfekt. Gebe dieses lauwarme Wasser auf die Zitrone und mix das Ganze jetzt einmal gescheit durch. So. Perfekt, ihr habt eine schöne Schärfe vom Ingwer, leichte Säure. Tun wir das abpassieren, weil ich will ja die Kerne und alles nicht drin haben. Jetzt kann man zum Beispiel dann noch den Ingwer ein bisschen klein schneiden. Dann gebe ich das Ganze in eine Karaffe, eine Wasserkaraffe. Jetzt nehme ich noch ein paar Zitronenscheiben schälen. Sieht dann auch natürlich gleich optisch sehr schön aus. Einfach alles in die Karaffe. Gebe jetzt das passierte Konzentrat von Zitrone und Ingwer dazu und Limo soll ja sprudelig sein, habe ich hier noch ein sehr sprudeliges Wasser einfach, gebe das dazu. Jetzt kann ich das Ganze noch schön kalt stellen oder einfach auf Eis und schon habe ich eine perfekte Limonade, die schön erfrischend ist, gerade im Sommer ist es richtig geil. Und es geht wirklich ruckzuck, erfrischend, für die Kinder auch super. Ah, selbstgemachte Limo.